Und herzlich willkommen zurück im Ödland mit Flash. Und was natürlich uns begrüßt, ist die Kuh auf dem Dach. Was sie da macht, weiß ich nicht, aber ich glaube, sie ist nicht Dachdeckerin. Aber das macht ja nichts zur Sache. Ich weiß nicht, warum die auf dem Dach ist. Bisschen verwunderlich. Ich hätte mehr tun sollen. Hoffentlich bezahlen die Raider für ihre Taten. Ich hoffe es auch, mein Freund. Ja, was habe ich heute vor? Heute habe ich ein bisschen so vor, ein bisschen die ganzen Städte zu verbinden, auf jeden Fall ein bisschen was mit der Stadt zu tun. Und dann noch mal ein bisschen die ganzen Städte ausrüsten, die verbindenden Städte zu machen. Das mache ich aber vielleicht auch offline. Das heißt auch vielleicht ein paar Folgen dazwischen von mir aus. Das werde ich noch gucken. Er wird hier auf jeden Fall ein bisschen rumlaufen und ein Die Farm ist nichts bisschen Besonderes, was aber machen. immerhin etwas. Meckern nicht rum. Ist nur eigentlich genug haben, oder nicht? Eigentlich müsste genug da sein von allem. Schauen mal. Muss ich erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen, weil natürlich die lange nicht mehr gespielt habe. Fallout. So. Ja, 9 Betten, 12 Wasser. Essen könnten wir eigentlich ein bisschen mehr machen, ne? Wollte sowieso noch ein bisschen umstrukturieren. Vielleicht so eine ganze Farm mit Mutterbeeren, weil die am meisten bringen. 0,5, 0,5, 0,51 sind Mutterbeeren, aber davon habe ich nur noch zwei Stück. Hier habe ich auch noch ganz viele davon. Ich muss mal irgendwen da hinweisen. Auf wen haben wir denn noch so offen? Schick mal dich mal ein bisschen hier. Ah, Essen steigt auf jeden Fall super. Vielleicht kriegen wir auch ein bisschen mehr später. Nein, ich werde auf jeden Fall ein paar Mutterbeeren sammeln. Werde ein bisschen das ganze Grundstück allgemein ein bisschen aussäubern, beziehungsweise ein bisschen hier sauber machen. Hier ist ja meine Hütte. Beziehungsweise hier noch so eine weitere Hütte, wo Werkbänke sind. Warum auch immer das da oben so am Flackern ist, das weiß ich auch nicht. Das Dach muss noch. Das Dach müssen wir eigentlich noch. Hab ich kein Dach mehr gehabt? Strukturen, Böden, Dächer. Stahl hat mir gefehlt. Das heißt, müssen wir auf jeden Fall noch Stahl haben. Ich habe hier ein höheres Dach angesetzt. Ich weiß nicht, es sieht auf jeden Fall ein bisschen komisch aus mit dem höheren Licht. Da vielleicht setze ich das wieder runter. Damit das Material ein bisschen einsparen. Aber wir haben ja unten hier unsere Werkbänke drin. Hier werde ich vielleicht auch die Wader-Rüstung eventuell, beziehungsweise die T-Rüstungen hier reinpacken oder mir noch ein neues Gebiet aussuchen. Das Star Wars vorne werde ich auch noch lassen. Und werde am Wegesrand irgendwo oder weiter vorne die Hütten hinstellen, beziehungsweise die Handelsrouten anrichten. Vielleicht werde ich das Haus noch ein bisschen umgestalten. Das weiß ich noch nicht. Das werde ich auf jeden Fall noch im Laufe der Zeit machen. Aber das halt ein bisschen offscreen. Weil es sich auf jeden Fall lohnt. Jetzt schauen wir mal, ob wir Läden bauen können. Uns fehlt Stahl. Aber wir könnten rein theoretisch was bauen. Vielleicht kriegen wir. Wir können was bauen. Was haben wir denn? Marktstand. Rüstung, Waffen, Waffen auf jeden Fall. Voll Rüstung. Da fehlen mir ein paar Kronkorken, aber Marktstand könnte ich so aufbauen. Stellen wir den denn am besten am schlauesten erstmal auf. Ich glaube, ich würde sagen, hier vorne erstmal hin. So, jetzt müssen wir jemanden darauf zuweisen. Nick, unser Windows Vista will hier nicht. Die Kuh ist da oben immer noch, das weiß ich. Oder bestimmt jemand, der das gerne machen möchte. Da vorne. Was ist denn mit dir? Ne, die mag mich ja eh nicht, die Alte. Ich habe irgendwie 6 Leute nur hier. Ich sollte, glaube ich, das Ding mal einstellen. Aber vielleicht paar Siedler mehr bekommen. 6 habe ich, 3, 9 Betten. Aber vielleicht kann sie ja dennoch den Laden betreiben. Das wieder Jahre. So, jetzt können wir vielleicht mit ihr. Ich
Ich würde gerne Versorgungsrüten einbauen. Geht das denn? Verwerten. Ja, was ist mit ihr hier? Guck nicht so grimmig. Nur eine verkackte Waffe darunter, sonst knallt's. Ah, der switcht zwischen die Dinger her, okay. So. Geh in den Laden. Wer ist damit? Dann möchtest du da arbeiten? Das wäre sinnvoll vielleicht. Ich würde gerne ein paar Versorgungsrouten einrichten. Diese Person kann keine. Kann auch keiner. Ah, die können wir auf jeden Fall Versorgungsrouten mit einrichten. Achso, das sind glaube ich unsere Hauptcharaktere, die auch hier bleiben. Der ist auf jeden Fall an. Wir müssten ja. Ich würde sie mit der. Mit der Farm am besten verbinden, mit der Sun Tinnix Corporation. So. Ja. Habe ich jetzt Versorgungsrouten? So, ja, mit der Versorgungsroute. Das heißt, wir werden hier mal hinreisen und schauen, ob wir ein bisschen Verteidigung bauen können, damit ich jetzt nacheinander alles ein bisschen ausbauen kann und wir ein bisschen Ruhe haben. Weil mit Craften und sowas kann man auf jeden Fall viel anstellen. Ich habe gar nicht mein Lager ausgelöst. Muss ich gleich mal zurück. Wobei ich auch hier mein Lager ausräumen könnte. Ja, obwohl ich genug Platz habe ich noch. Kleidung, Hilfsmittel, Schrott. Also ich habe, glaube ich, noch alles ausgeleert. Das kann sein. Aber ich werde jetzt nachher noch auch die ganze Rüstung mit den Leuten anlegen, damit sie auf jeden Fall was zu tun haben. So, wie sieht's denn hier aus? 12 Essen, 12 Wasser, 4 Leute, okay. Die machen sich auf jeden Fall sehr gut hier. Bräuchten jetzt noch ein bisschen Schutzstahl. Boah, Stahl haben wir jetzt natürlich. Jetzt haben wir natürlich richtig viel Stahl. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Problem an der Sache ist irgendwie hier Zäune aufzurichten. Wir haben aber doch hier die fertigen Dinger. Gibt es da nicht so. Das sind die fertigen Hütten. Diverses. Breite Zäune. Wir hätten höchstens hier was zum Bauen. Ich bräuchte eigentlich so Zäune. Die wären eigentlich schon ganz gut, wenn man die. Natürlich die Frage, wie stellt man sie am schlauesten auf? Müssen die ja schon so aufstellen, dass wir hier dran kommen. Kann man die nicht drehen? Ah, wir können drehen damit, okay. Das ist gut. Auch ein kleines, schwaches Element. Oder irgendwas riesengroßes. Ein kleines Element hier reinkriegen. Hier so noch. So, haben wir schon mal ein bisschen Schutz
Auf jeden Fall entlang der ganzen Linie. Das wird nachher, also da werde ich wie gesagt noch ein bisschen mich mit hingeben. Stahl ist natürlich wenig Stahl. Kriegen wir vielleicht. Kriegen wir die Hütte da weg? Die Hütte kriegen wir jetzt gar nicht da weg. Aber wir könnten eventuell ein kleines hier hinsetzen. Da haben wir noch diese langen. Die wir dann einfach nach vorne entstellen. Vielleicht da rankommen. So. 15 Stahl nur noch. Jetzt können wir den eigentlich nach weiter vorne rücken, eventuell vielleicht noch vorher ein kleines Element dazwischen. So ein kleines Stacheldraht. So. Jetzt wünsche ich den davor. Hätte man das gesichert. Wir könnten dann hier eine Tür einrichten. Ah, jetzt kommt so langsam ein Bedrohl hier mit dem Stahl. Aber das macht dieser Klinger schon irgendwie hin. So. Vielleicht noch so ein Element so schräg rüber. Ah, das wird jetzt ein bisschen knifflig. Vielleicht kriegen wir das auch so rum rein. So. Könnte man höchstens noch hier hinter das so ein bisschen. Ich würde gern, dass es zu ist. Zwischen? Ne, ich konnte mindestens zwischen schießen. Okay, das wäre auch schon mal gut. Immerhin. Hier einlagern auf jeden Fall nicht. Hätte man hier Schutz vor allem. Ich habe kaum Munition noch. Ja, nur würde ich alles nacheinander ausbauen wollen hier. Aber ich nehme den Ghoul mal eben mit. Können wir die Ghule da vorne nicht reinschmeißen? Guck, guck. Ja. Irgendwas Nützliches? Ich brauche einen Bleistift, ne? Schutz mitnehmen. Obwohl der steht echt extrem niedrig dabei, ne? Verschiedenes? Nee. Das war glaube ich hier und dann bei Verschiedenes. Und dann gab es dieses Holzding. Mir fehlt Stahl dafür, ich glaube es nicht. Aber irgendwas, was Stahl bringt. Stein. Stein oder Stahl? Stahl. Ich bringe was mit Stahl. So, jetzt nehmen wir das Teil hier. Nochmal aufrufen. Ich hab doch genug.
ich finde die Bäume eigentlich schon ganz nett hier. Ich denke jetzt nicht so stark rausreißen. Den Ast hier. Bei dem Baum schon vielleicht weg. Warum jetzt nicht unbedingt? Da, wenn ich die ganzen Stahldinger da zerstören könnte. Easy. Geht hier leider auch nicht. Wir haben noch einiges zu tun. So. Jetzt kann ich meine Brücke bauen, komischerweise. Echt komisch. Ich möchte gerne den. Kann ich leider nicht, ne? Da wäre höher als da. Das heißt, das Ding wäre auf jeden Fall. Ja, da oben drauf und könnte auf jeden Fall drüber schießen. Das wäre optimal. Wie viel haben wir hier? Haben wir 4. Okay. Und was ich mir überlegt habe, dass ich, ist der jetzt noch an, der ist noch an, nicht mehr so viel reisen werde. Komm, Nick. Wir müssen eben noch ein paar Ghule wegtragen. Nicht so viel reisen werde, sondern hauptsächlich haben wir noch so viele alte Betten, die wir zerstören könnten. Ein kaputter Stuhl. Kaputter Stuhl. Ein Becken. Also man kann hier noch ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen was kann man hier noch verbrauchen. Aber ich würde jetzt gerne, dass man eben die Ghule noch in den rechtmäßigen Platz bringen. Na komm her, Herr Ghoul. Achso. Das werde ich aber jetzt gleich nach Offscreen machen. Das heißt, wir werden auf jeden Fall noch die Mission weitermachen. Und ich werde dann ihre Ghoul hier zum Scheiterhaufen bringen. Also ich würde das gar nicht so. Ghoul hier so. Müsste eigentlich noch Schilder haben, die man beschriften könnte. Aber wie gesagt, ich werde die meisten Ziele jetzt nur noch hinlaufen. Die Missionsziele, die uns angehen. Das heißt, wir haben eine Mission zu Hangman. Ali, warum hatten wir denn da eine Mission? Achso, wie sollten wir säubern? Da war, glaube ich, eine Station für uns, ne? Virgil, sprich mit Piper. Wenn ich bei Paladin, den könnten wir auch noch verfolgen. Das ist eine ziemlich neue. Sieh die Fallakten an, triff ab bei der Mauer. Oder so, die Pickgalerie. Ich könnte erstmal mit der Hangman anfangen, genau. Das Missionsziel ist da hinten. Jetzt muss ich mal gucken, was wir noch an Waffen. 4, 5, Maschinenpistole. Ah, da haben wir noch ein paar von. Jetzt mal vorläufig erstmal das nehmen, das Gewehr mitnehmen. Und ein bisschen hier durchlaufen durch die ganze Öde. Ich werde jetzt alles mitnehmen, was ich so unterwegs finde, durch beobachten. Auf jeden Fall. Wird auf jeden Fall spaßig werden. Und dafür habe ich gar nichts mehr. Das Dönermesser. Oh, da wird auf jeden Fall was angehen. Einmal Spießbraten. Lecker Braten, lecker Braten. Wie gesagt, die ganze Kolonie bzw. das ganze Ödland will ich irgendwie sehr stark erkunden. Um mir auch viele Bilder zu schaffen, um ganz viele Orte zu entdecken. Und das ist, worauf Fallout natürlich einen Wert liegt. Und das habe ich mir gesagt, ja gut, das Teleportieren ermöglicht natürlich uns was Einfaches. Wir kommen von A nach B am schnellsten. Was einerseits auch die ganzen Sachen tragen ermöglicht, dass es wäre einfach. Ich könnte mit einer Konsolenbefehl das Gewicht erhöhen, damit wir halt nicht so immer dieses Schleichen, damit nicht so oft weg müssen und sowas. Oh. Haben wir noch Inventory, Hilfsmittel. Ich würde gerne mal möglichst immer davon reinsaufen, dann trinken wir da. Schauen wir mal. Ich lass mal eine Diagnose laufen, während du arbeitest. Lass dir Zeit. Plus 9, plus 10. Alles mit, was ich finden kann, erstmal. Nein, nicht setzen. No, 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 no.
mein Freund. By the way, habe ich auf jeden Fall mit Waffending. Jetzt kann ich auch nicht viel mitnehmen hier. Warum ist das Zeug denn so verstrahlt? Da unten ist da noch irgendwas. Ich muss da nochmal rein. Ah, 1, 2, 3. Ja, da stehen auch die Dinger drauf, okay. Ich kann dich bei Bedarf zusammenflicken. Gegen eine kleine Gebühr, versteht sich. Macht sie denn hier? Ich bräuchte ein paar Vorräte für unterwegs. Ich schätze, ich könnte ein paar Stimpex entbehren. Patronen hat sie auf jeden Fall auch noch. Aufbereitetes Wasser, Ladung, Defektionsmittel, Medix, Schere, Stimpex. Die sind aber teuer, ne? Aufgemerkt. Cambridge Polymer Labs sucht neue Mitarbeiter. Wir bieten ihnen eine attraktive Bezahlung mit Zusatzleistung. Deine Zusatzleistung kannst du dir sonst wo hinschieben. Ja, mein russisches Ei. Plus 3 Rad. Auch noch ein paar Köterkeulen wieder. Das ist anders, eine plus Rad, plus Rad. Auch weiter das Wasser können wir reinschrauben. Ich bräuchte noch ein paar Köterkeulen. Hier war ich glaube ich schon drin. Hier ist glaube ich dieses Medizinzentrum, oder? Hier scheint auf jeden Fall, dass ich hier schon mal war. Aber war ich hier schon mal drin? Das zeigt sich auf jeden Fall gleich. Jack Systems. Doch, hier war ich schon mal drin. War ich hier nicht mit Dance drin? Ich glaube schon. Dance, dance to the music. Da oben sind ein paar Blümchen. Nehme ich auf jeden Fall mit. So. Ich möchte gerne die Häuser so ein bisschen eintun, dass ich vielleicht so eine Art Krankenhaus mache, wo wir ein bisschen Material für uns haben. Das ganze Zeug. Ich glaube, wir sind nicht allein. Wir sind wohl nicht allein. Ich weiß gar nicht, wo ich das Dönermesser hier draufgepackt habe. Ich will das haben. Ja. Lecker. Das ist wie gesagt, mal Köterkeulen zusammenbekommen, weil das ist auf jeden Fall wenigstens was Fleischiges, beziehungsweise was Essmäßiges, was auch noch gut an sich was mitbringt. Oh, Hirsche. Hirsche sind immer gut. Ja. Mischling. Hier hat sich auf jeden Fall ein paar Hunde mit zum Elch gefetzt. Man sieht auf jeden Fall, dass der Elch nicht ganz schwach war. Warte mal, hier ist noch irgendwas. Da. Da noch. Wie gesagt, Köterkollen brauchen wir auf jeden Fall. Wo ich noch bauen werde, ist... wo ist es denn? Das Autokino. Irgendwo war doch dieses komische Autokino. Sind wir da auf dem Weg vielleicht? Wir können auf jeden Fall da, können wir noch hin zu einer Station. Da müssen wir auch rüber. Diamond City. Irgendwo gab es da dieses... Ist das das? Nee. Lexington. Da, das Starlight Drive-In. Da würde ich auf jeden Fall noch sehr, sehr bauen, dass ich diese drei auf jeden Fall habe. Und den kleinen Outpost, der irgendwo hier weiter unten, nicht da, glaube ich, wo wir jetzt gerade hingehen, der ist es. Genau, Oberlandstation, da will ich auf jeden Fall hin. Jetzt muss ich nach links erstmal gehen gleich. Muss über die Brücke oder so gehen. Da draußen, schau mal, wer da ist. Bluffing Fleisch. Ja, das ist ekelhaft. Na. Wird X nicht mehr? Ist egal.
Okay, ich muss hier lang. Ja, und dann kann ich über die Brücke gehen. Das ist mein zweiter... Achso, das ist meine Maus, okay. Ich hab mich schon gewundert. Ich muss darüber, dann ist die nächste Station auf jeden Fall da. Und das ist die, mit dem ich alles verbinden möchte. Ich will nicht viele Siedler haben, beziehungsweise ich will da Siedler schon haben, aber keinen von diesen Stationen. Was war das? Das ist ein Raider nur. Das kann nicht sein. Wenn der Raider hier ist, na gut. Raider Leder Plus. Könnte natürlich Glück gehabt haben, dass nur einer hier war. Ich will eigentlich hier hoch, um dann hier rüber zu gehen. Das bietet uns den schnellsten Weg dahin. Hier immer noch was. Oh, bitte, lass uns da rein so. Güterwagen sind meist immer gut gefüllt gewesen damals. Auch zu heutiger Zeit sind die gut gefüllt. Ganz viele Klamotten. Gucken, ob ich irgendwelche Splitterminen auffinden kann. Wahrscheinlich. Boah, schade, dass die Pilze nicht. Bevor wir zu unserem Ziegeln. Obwohl, da waren wir, ne? In der Brauerei. Das wär's. Beamtown Brauerei, da waren wir, glaube ich, schon drin. Ne? Aber da könnte auch wieder Wader drin sein. Ja. Aber wir sind wieder ein paar Raider unterwegs. Hast dich jetzt? Hast du ein Problem? Na komm, steck dein Köpfchen raus. Da ist nichts mehr. Was denkst du denn? Da kommt jemand. Wenn ich dich erwinde, verteilt euch! Findet sie! Hey, da sind sie wieder. Tja, wenn es jeder anders geht. Sterbst du nicht endlich? Jeder überlebt den Kampf. Waren wir noch nicht hier drin? Hat mich ganz schön erwischt. Hausputz erledigt. Oh, Nick. Sag mir bitte, dass wir hier drin nichts finden müssen. Das könnte eine Weile dauern. Ach Nick, warum nicht? Also Material finden wir auf jeden Fall immer, was du kragen kannst. Was ist er denn? Scheiße! Haben sie verloren. Nichts mehr zu sehen von ihnen. Scheiße, du versteckst dich von mir. Gehen wir jetzt verstecken? Du bist tot. So bekommt man den Kühlmittelkreislauf auch in Wallung. Freund, das war wohl auch nichts. Sieht er meinen? Mein Lager aus, das ist auch gleich schon wieder gefüllt. Also das ist das Problem bei Fallout. Man findet viel zu viel, was man alles mitnehmen kann und. Nick, mein guter Freund. Könntest du eigentlich mal hier
nichts mitnehmen. Kannst du nicht sogar was tragen? Nehmen? Spieler? Komm, ich kann ihn damit ausrüsten, aber sonst ausrüsten kann ich ihn nicht. Mal sehen, was ich tun kann. Ja, das ist, glaube ich, besser für dich, die... Und du hast ja unendlich Munition da drauf, das ist ganz gut. Ja, irgendwo in der Richtung. Cool. Ich glaube aber, dass wir hier schon drin waren. Ja, hier waren wir schon drin. Hier sind nur wieder Raiders drin. Was war das? Wenn man vom Teufel spricht. Gute Nacht! Das Dönermesser haben. Schränkchen. Wir nehmen erstmal alles mit, wie gesagt. Fehlt noch ein bisschen ausbauen, die ganzen Städte. Und da soll natürlich auch alles vorhanden sein. Von hier ist wieder ein bisschen unten kommen. Whisky. Ich glaube, wir nehmen alles mit, was wir finden können. Ein Schnappes. Eine gute Brauerei, auch wenn sie... Ja, das sind nur Flaschen. Ah, wir könnten noch eine schöne kleine Bar einrichten. Dafür haben wir vielleicht die Tankstelle. Da kann man sich schön betanken, sozusagen. Nehmen wir auch ein paar Flaschen mit. Die wir ein bisschen ausstellen können. Feuerzeuge. Ja, komm, Nick, wir gehen hier raus. Wir waren hier schon mal drin. Wie gesagt, ein paar Orte findet man auf jeden Fall. Dann mal schauen. Ja, na doch. Jetzt sind wir wieder vorne, genau. Gehen wir mal in Richtung des Missionsziel, eventuell müssen wir dann vielleicht in die Brauerei. Die, das Ding ist auf jeden Fall in der Nähe. Ich glaube, da müssen wir dahin. Ich glaube, die, wenn wir hier hochgehen, werden wir es auf jeden Fall sehen. Okay. Da müsste es sein. Da ist es auch. Ich gehe mal kurz rüber und schauen uns das an. Ein paar Hirnpilze. Aber bisher hat sich wieder keine beschwert, dass die nicht geschützt worden sind. Wir hoffen, dass es erstmal so sieht. Auf jeden Fall also gut aus. Ja, hier werden wir noch ein bisschen aufstellen wollen. Geschützt ist auf jeden Fall da. Ja, da werden wir noch ein bisschen ausbauen. Hier noch eine Handelsroute einlegen mit denen. Könnten wir das denn machen? Wir könnten mit Century und der eine Handelsroute einrichten, hätten das Material. Oder mit dem... Damit, ja. Das heißt, wir könnten hier... Hätten wir jetzt Material, ne? 30 Stahl und ganz viel Holz. Was natürlich nice wäre. Das heißt, wir könnten diese Station mit ausbauen und hätten schon mal laut Karte 3... beziehungsweise einen guten Punkt an... Ja, wenn wir mit denen verbinden... Dann werden wir die verbinden. Dann hätten wir müssen irgendwas hier in der Mitte noch finden. Ah, da haben wir doch Starlight. Das heißt, sie wird den mit dem Starlight verbinden. Ja, Starlight. Doch, das ist da irgendwo in der Mitte. Das Autokino. Dann werde ich die alle verbinden. Und das Starlight eigentlich jetzt groß, eine große, große Stadt nutzen. Aber erstmal weiter geht's. Zu unserem Ziel. Da vorne ist was. Ein paar Güterwagen, da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Güterwagen! Haben ein paar Waren, die Güterwaren. Die Pilze erntbar eigentlich? Ne, schade. Ich mag das. Ich mag die Welt von Fallout, wenn man sie richtig erkundet. Auf jeden Fall nice. Ich hab jetzt nur keinen Bock auf so Mr. Gazi. Hier komme ich nicht hin. Guck
Vielleicht lässt sie irgendwas finden in den Güterwagen. Materialtechnisch. Bisschen Schrott oder so. Ich will, wie gesagt, ich will den größten Teil einfach mitnehmen, den wir finden können. Schade, dass man nicht so kleine Waggons losschicken kann. Das hätte vielleicht noch ein bisschen das ganze Leben noch erwecken können. Hier geht's runter in die U-Bahn-Station. Hier sind wir, glaube ich, damals lang gegangen. Ja, das könnte hinkommen. Aber ich gehe jetzt zu unserem Missionsziel. Da ist irgendwas aufgezeichnet auf der Karte. Das Teil. Ach, guck mal, da ist wieder so ein Bär. Verkrüppelter Bär Level 16. Könnten wir natürlich vielleicht kriegen. Komm her, mein Freund. Tja, wenn es nicht anders geht. Komm. Alles klar, ist klar. Und friss mal Blei. Ne? Luft ist rein, denke ich. Würde ich mal sagen, Blei gefressen, mein Freund. Wirf alles, was du nicht mehr tragen kannst, in meine Richtung. Oh doch, ich kann noch ein bisschen tragen, mein Freund. Sonst werfe ich wie was in deine Richtung. Wenn ich es nicht mehr tragen kann. Hier ein Pilzeblume, weil sonst hat er nichts gelagert hier. Vault ein. Oh mein Gott. Wir haben eine Vault entdeckt. Wollen wir in die Vault rein? Vault. Ach, Nick, ey. Kleines Windows-Gesicht. Könnte mal eine Stunde pennen hier. Also, ich habe Claire eigentlich nicht in Betten zu pennen seit Oblivion. Nicht mit öffentlichen Betten zu pennen. Aber ich glaube, in Fallout ist das leider nicht so, beziehungsweise ist es nicht so, dass man irgendwie negative Eigenschaften dadurch kriegt oder vergiftet wird, überfallen wird oder sowas. Damals bei Oblivion zum Beispiel war das ja so, dass man zum Vampir werden konnte, wenn man das hatte. Das war echt nicht geil, Vampir zu werden. Man hat man eine Quest noch bekommen, aber so perfekt war es jetzt nicht. Ich fand das jetzt nicht so berauschend, ein Vampir zu sein. Wie gesagt, man gab es eine Quest, man konnte sich zurückzuwandeln. War alles schön gut. Aber mein Wunsch war es nicht. Vault 81. Willkommen. Ob hier noch jemand lebt, das ist natürlich jetzt die Frage. Ja, gehe ich hier versteckt Vault durch? Vault 81. Der freundlichste Vault im ganzen Commonwealth. Hier schießen sie nicht sofort bei Sichtkontakt. Das sagst du, mein Freund. Das sagst du. Ready. Wall to remote access. Press button. Stehen bleiben. Vault 81 Sicherheitsdienst. Ich weiß nicht, wo du den funktionstüchtigen Pip-Boy her hast. Erklärung bitte. Ich habe ihn aus Vault 111. Vault 111? Noch nie davon gehört. Und was führt dich hierher nach 81? Ich will nur ein bisschen handeln. Wirklich? Und das soll ich dir glauben? Oh, Aufseher. Wer ist das, Edwards? Ein Reisender aus dem Commonwealth. Keiner von unseren normalen Händlern. Nun, wenn jemand rein will, kann er es sich verdienen. So wie jeder andere auch. Dann übernehme ich jetzt das Reden. Tut mir leid. Offizier Edwards hat nur seine Pflicht getan. Ich bin mir sicher, dass du unsere Vorsicht verstehst. Neuankömmlingen schlagen wir gern ein Tauschgeschäft vor. Du hilfst uns, wir helfen dir.
Ich bin interessiert. Was braucht ihr denn? Fusionskerne. Genauer gesagt 3 Stück. Wenn du die Fusionskerne holst, lassen wir dich rein. Ich mache es. Gut. Du kannst Offizier Edwards über das Intercom kontaktieren, wenn alles erledigt ist. Die Aufgabe ist einfach, aber trotzdem viel Glück. Dass jemand noch hier drin lebt, ist die Frage. Fusionskerne. Wir haben, glaube ich, noch welche in Century. Dafür hey, ich höre dir aufmerksam zu. Warte da. Ich bleib komm schon. Hier. Hey, Valentine. Schieß los. Na komm mit, mein Freund. 3 Fusionskerne. Wird uns das Ziel sogar angezeigt eventuell? Wo wir vielleicht welche finden könnten? Das wäre nämlich sehr gut. Ah ne, das ist... Da unten ist wieder eine große Schießerei. Was ich jetzt mal mache ist, wir gehen auf Vault 180. Haben keine Fusionskerne mit, aber ich würde, um es schneller zu machen, eben das Sandspiel reisen, uns die Fusionskerne aus der Einrüstung zu holen. Und dann wieder zurückzureisen. Solange du geduckt bist und im Schleichmodus aktiv bist und deine Position erhöht. Schalldämpfer auf jeden Fall sehr gut. Wirkt das Ding als an oder aus? Ich glaube, ich mache das nochmal an, wenn es bei uns hier aus ist in Sentry, damit ich hier etwas größer bekomme. Habe ich es an? Ja. Okay, es wäre an. Strom habe ich. Ich war eine ziemliche Abenteurerin, als ich jung war. Das kann ich mir vorstellen. Ich wollte eigentlich den Fusionskern nehmen. Schnappen wir uns ein paar böse Jungs. Damit hätte ich drüber. Das ist die kaputteste Rüstung, glaube ich. Die geht noch hier. Manche Tage sind hart. Die hat, die ist ja die Power. Aber selbst die sind mit der Zeit immer einfacher zu ertragen. Ja, mein Freund, was geht ab? So, dann zieht die Karre an. Ja, das passt eigentlich ganz gut. Okay. Und die Mission. Ah, mich wundert, dass Vault 100 bzw. Vault 81 noch bewohnt ist. Ist natürlich extrem gut. Und ich weiß nicht, warum man die Minigun so ausrüsten sollte. Sie sieht extrem geil aus. Bestimmt für den Nahkampf auch sehr, sehr lustig. Zu komischen Haken, die auch nichts machen, oder? Lösen die sich eventuell aus? Obwohl, das könnten so eigentlich so Messer sein. So Äxte, die so ausschleudern, so ins Gesicht. Oh, Regen. Ich hasse Regen. Das ist aber das größte, beziehungsweise das kleinste Problem der ganzen Sache. Regen. Achso, euer Licht ist kaputt, wollte ich ja nur gesagt haben. Vielleicht habe ich nicht kaputt gemacht. Ist vielleicht passiert. Querschläger. So, mal gucken, ob sie uns jetzt reinlassen. So, du bist zurück. Bringst du uns, was Aufseher McNamara verlangt hat? Natürlich, mein Freund. 3 Fusionskerne. Ja, alle 3. Gut. Ich öffne jetzt die Tür. Aufseher McNamara und ich werden dich am Eingang treffen. Dann? Und benimm dich. Wenn du irgendwelchen Ärger machst, werfen wir dich hochkant wieder raus. Ich glaube nicht. Ich helfe euch raus. Eine funktionierende Vault, wie gesagt. Nicht mehr so allzu oft zu sehen. Komm schon, Gwen. Meine Leute arbeiten seit Wochen doppelt so viel. Sie brauchen eine Pause. Alle arbeiten gerade sehr hart, Kerl. Denkst du, das weiß ich nicht? Gib einfach dein Bestes. Das ist alles, worum ich dich bitte. Gut, ich sehe, was ich tun kann. Aber wir wissen beide, dass wir nicht ewig so weitermachen können. Nee, komm. Tut mir leid, aber wie du bald sehen wirst, haben wir einige Wartungsprojekte am Laufen. Gwen McNamara, Aufseher, willkommen in Vault 81. Wir sind stolz, dass wir den Vault in den letzten beiden Jahrhunderten am Laufen halten konnten. Wir wären gern ganz unabhängig, aber es gibt gewisse Ressourcen, die wir nicht selber bereitstellen können. Warum bleibt ihr denn so isoliert? Warum nicht?
Wir haben ein warmes Bett, saubere Kleidung, ein festes Dach über dem Kopf. Essen und Trinken sind frei von Strahlung. Wir geben uns nicht mit den Elementen oder den Raidern ab. Hier sind wir sicher und für manche zählen nur Sicherheit und Stabilität. Interaktion ist eine gute Sache. Das Commonwealth verbessert sich. Das habe ich auch gehört, aber der Weg ist noch sehr weit. Deshalb gefällt mir das mit dem Geben und Nehmen. Wenn uns Fremde helfen wollen, helfen wir auch ihnen. Apropos, das wenn du gut. willst, kann ich dir diese Fusionskerne abnehmen. Natürlich, hier sind sie. Danke, Dr. Penske wird sich sehr darüber freuen. Okay. Jetzt habe ich aber zu tun. Und was ist mit seiner Begleitung? Ich erlaube es, der Sicherheitsdienst ist sowieso schon wachsam. Wenn er lange im Commonwealth gelebt hat, hat er sich seine Freunde sicher gut ausgesucht. Wenn du noch was brauchst, findest du mich in meinem Büro. Okay, das ist auf jeden Fall sehr, sehr super. Ich kann nichts mitnehmen. Hallo, mein Freund. Nail. Level 24. Entschuldigung? Also haben wir heute neuen Besuch bekommen. Sag jetzt nichts. Aber meine Güte, ich wäre jetzt so gern da draußen. Warum gehst du nicht einfach fort, wenn du gehen willst? Wenn es doch nur so einfach wäre. Den Vault zu verlassen macht mir Angst. Das Commonwealth, das ist alles so unvorhersehbar. Dafür muss man sich gut vorbereiten. An deiner Stelle würde ich vorher lernen, wie man schießt. Ich habe noch nie eine Schusswaffe auch nur angerührt. Ich weiß nicht mal, ob unser Sicherheitspersonal schon einmal ein echtes Gefecht hatte. Aber angesichts unserer aktuellen Arbeitszeiten wüsste ich nicht einmal, wann ich üben sollte. Warum die langen Arbeitszeiten? Wir müssen dafür sorgen, dass uns das Dach über dem Kopf nicht einstürzt. Offenbar sind es die beweglichen Teile, wegen denen wir derzeit rund um die Uhr arbeiten. Strukturell gesehen ist 81 wohl noch recht solide. Vault-Tec hat beim Bau dieser Orte keine halben Sachen gemacht. Gut, ich will dich nicht weiter aufhalten und ich muss wieder an die Arbeit. Vielleicht sieht man sich ja noch. Vielleicht. So, Menü öffnen. Wir haben einen Punkt bekommen. Level up. Das Level up, wo setze ich das am besten drauf? Ich würde es am besten hier drauf packen, ne? Den habe ich schon, okay. Das wäre ganz gut. 50% länger halten. Ich glaube, wir nehmen das. Schien den Menschen zumindest dir, wenn du. Auch nicht schlecht, ne? Aber ich will auch in die anderen Punkte rein. Bleibt tödlich, auch Fernangriffe mit nicht automatischen Gewehren verursacht. Das ist ganz gut, das ist auch das Wort. Pass auf dich auf, guter Mann. Schon wieder jemand von draußen? Natürlich. Warum haben sie dich denn reingelassen? Warum nicht? Bin hier, um ein bisschen Handel zu treiben. Na dann beeil dich. Muss nicht sein, dass Leute wie du hier rumlungern. Was ist mit dir denn los? Was hast du denn gegen Leute von draußen? Ihr Leute von draußen versucht immer nur, uns auszunutzen. Ihr seid nichts als egoistische Tiere. Lass mich in Ruhe. Ja? Genau diese Einstellung ist der Grund, warum du hier nichts zu suchen hast. Die Alte ist nur unter... Ja, ich sag mal das Wort jetzt nicht. Wenn du Handel treiben möchtest, solltest du ins Versorgungslager gehen. Okay. Alexis hat so ziemlich alles, was man braucht. Nick, du bleibst hier? Oder kommst du mit? Junge, wie willst du Kaffee trinken? Hast du gerade Wasser getrunken? Okay. Keine Anzeichen von Strahlung. Beeindruckend. Na, warum läuft's? Ja? Was machst du denn hier oben? Eine Katze. Ashes, wo willst du hin? Ash! Verdammt, das wird Aaron nicht gefallen. Nick, du kannst doch da bleiben. Lass mich nicht bereuen, dich hier reingelassen zu haben. Mein Gott, was sind die denn so suspektisch? Hi, Nick. Ist das gemütlich gemacht? Dr. Forsyth und Rachel haben eine Menge medizinische Vorräte, falls du deinen Bestand aufstocken möchtest. Oh,
Aufzüge. Ich hasse Aufzüge. Hey, Mister, bist du wirklich aus dem Commonwealth? Na sicher. Ja. Warum interessiert dich das? Ich habe noch nie jemanden aus dem Commonwealth getroffen. Dachte mir, dass du vielleicht jemanden suchst, der dich rumführen kann. Kostet nur 5 Kronkorken. Okay, einmal die Führung bitte, Austin. Hier sind die Kronkorken. Super! Ich muss dich Aaron zeigen, die dreht durch. Komm mit, wir fangen hier an. Dann machen wir eine kleine Rundführung noch zum Schluss. Das ist das Versorgungslager. Es wird von der Familie Combs geführt. Aaron und ich sind die besten Freunde. Ihre Mama und Papa streiten sich viel. Deshalb komme ich nicht gern her, wenn sie da sind. Aber wenn du was brauchst, findest du es hier. Gut zu wissen, Austin. Danke. Ich habe dir doch gesagt, dass ich was weiß. Nächster Halt, Aufseher. Ich wette, dass du viele seltsame Dinge getötet hast. Und Raider. Wetten, dass du auch gegen Raider gekämpft hast? Na sicher. Dann mal los, mein kleiner Freund. Nick, du kannst dich ein bisschen versorgen, wenn du möchtest, oder kommst einfach mit. Calvin? Das Büro des Aufsehers ist dort drüben. Die sind dort oben beschäftigt und wollen nicht gestört werden. Sie stellt Regeln auf, aber sie ist nett. Ich mag sie. Aufseher wie? Irgendjemand muss ja das Sagen haben. Nun, wenn du sie brauchst, weißt du jetzt, wo du sie findest. Nächster Halt, Diner. Da gehen wir jetzt runter. Dort ist das Diner. Hier essen alle. Manchmal ist es hier richtig voll. Aber die Somersets sind echt nett. Du wirst sie mögen. Somersets? Ach, die das Diner bestimmt betreiben. Hallo, Austin. Wie ich sehe, führst du unseren Besuch aus dem Commonwealth herum. Ja, Ma'am. Das ist das Sunshine Diner. Oma sagt, dass sie hier aus ihrer harten Arbeit Schweinefutter machen. Mr. und Mrs. Somerset führen das Diner. Sie sind sehr nett. Mrs. Somersets Törtchen sind die besten. Wie ist das Essen? Abgesehen von den Törtchen. Ich mag's. Mrs. Somerset gibt mir immer einen Nachschlag. Ich heb dir ein Stück Kuchen auf, Austin. Nächster Halt, Horatio. Ich hab dir gesagt, dass sie nett sind. Magst du deine Haare? Ich mag meine. Aber ich hasse das Kämmen. Oma zwingt mich dazu. Der Barber. Der Barbershop. Austin? Deine Haare sind wie ein Maulwurfsrattennest. Hier schneidet Horatio den Leuten die Haare. Aarons Mutter kommt ständig her. Und Oma fast nie. Aber sie zwingt mich, meine Haare schneiden zu lassen. Das ist unfair. Warum wohl? Könnte er auch mir eine Frisur verpassen? Natürlich. Er kann so gut wie jede Frisur zaubern. Ich wollte einen Totenkopf, aber Oma hat's nicht erlaubt. Nächster Halt, Oma. Lass uns zu Oma gehen. Ich lebe bei ihr. Aber sie ist nicht meine echte Großmutter. Meine Eltern sind gestorben, als ich ganz klein war. Off. Okay. Au. Hier kann ich ernten. Hallo Oma. Austin, was machst du denn hier? Belästigst du unseren Besuch aus dem Commonwealth? Ich belästige ihn nicht. Ich helfe ihm. Das ist Oma. Sie kümmert sich um mich. Du kannst sie Dr. Pensky nennen. Sie tut so mürrisch, aber eigentlich ist sie nicht so. Das sagst du. Sie leitet unser Hydrokulturlabor. Von dort kommt unser ganzes Essen. Ihr bekommt nichts vom Commonwealth? Nein, Oma baut hier alles an. Sie ist sehr schlau. Nächster Halt, Miss Katie. Oh, Miss Katie. Komm schon, beeil dich. Wir müssen zur anderen Seite vom Board. Ich zeig dir, wo ich zur Schule gehe. Wetten, dass du nicht zur Schule gehen musstest. Classroom.
ist die Schule. Miss Katie leitet sie. Meistens ist es langweilig. Aber Oma sagt, ich soll trotzdem hingehen. Deine Oma ist eine kluge Frau, Austin. Gibt es viele Kinder im Vault? Nicht so viele. Der Aufseher sagt, dass wir Bevölkerungskontrolle einsetzen. Was auch immer das ist. Nächster Halt, Krankenhaus. Gehen wir runter. Ich zeig dir die Klinik. Doc Forsyth und Rachel sind okay, denke ich. Aber ich gehe nur hin, wenn es sein muss. Oder Oma mich dazu zwingt. Dann solltest du auch vorgehen. Mein Freund. Jetzt geht er wieder ganz langsam. Das Stück rennt da, aber das hier nicht, ne? Hier haben wir sogar Elevator, Observatorium, Security. Du gehst? Aber ich hab dich Aaron noch nicht vorgestellt. Nein, nein. Austin. Oma sagt, dass ich ein Fass ohne Boden bin, wenn es ums Essen geht. Ich kann es kaum erwarten, endlich nicht mehr in die Schule zu müssen. Doch nicht. Willkommen, willkommen. Willkommen. Hallöchen. Ich hoffe, das wirkt nicht unverschämt, aber ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Würdest du medizinische Proben abgeben? Vielleicht nur eine Blutprobe? Warum brauchst du medizinische Proben? Die sind für meine Forschung. Die Bewohner von Vault 81 sind seit Generationen genetisch vom Commonwealth isoliert. Ich versuche, die genetischen Unterschiede zwischen den Gruppen zu bestimmen. Klar, du kannst etwas Blut haben. Ausgezeichnet. Setz dich einfach, dann nehme ich dir Blut ab. Es dauert nur einen Moment. So, toll. Hat doch nicht wehgetan, oder? Danke, das wird eine große Hilfe sein. Jetzt muss ich sie umgehend vorbereiten. Dann mach das mal. Du bist dieser Wanderer aus dem Commonwealth. Ich bin Rachel. Ich unterstütze Dr. Forsyth bei seinen medizinischen Aufgaben. Bist du krank oder verletzt? Nee, aber... Hast du hier im Vault viele Patienten? Nein, die Leute in diesem Vault sind bei erstaunlich guter Gesundheit. Wenn das dann alles wäre, hier wartet Arbeit auf mich. Ja, dann untersucht mal mein Zeug, ne? Viel Spaß dabei. Was? Hört sich an, als wäre es spannend im Commonwealth. Und gefährlich. Ich kann aber fast nichts mitnehmen. Da gibt es irgendwo ein Waffenlager. Wo ich vielleicht irgendwie Munition aufstocken könnte, eventuell. Ich habe schon von Zins gehört. Hätte nur nie gedacht, dass wir mal einen im Vault sehen. Du kommst aus dem Commonwealth, nicht wahr? Hi, Mister. Wäre schön, wenn meine Mama nicht so viel arbeiten müsste. Schiebetür. In Vault 81 gibt es immer was zu arbeiten. Reaktor. Meine Güte, Bobby, kannst du das bitte sein lassen? Was ist, wenn Aufseher McNamara oder Whittaker dich erwischen? Lass mich, Tina. Ich arbeite jetzt schon 12 Stunden durch. Oh, du arbeitest. Entschuldigung. Hey, Besucher von draußen. Wenn dich mein nichtsnutziger Bruder nach Jet fragt, sag ihm, er soll leine ziehen. Hier gerade voll die Vibes. Wer ist denn dein Bruder? Sein Name ist Bobby und er ist mein armseliger Zwillingsbruder. Also kannst du dir vielleicht vorstellen, wie er aussieht. Weißt du, er ist ein Junkie und wird unvorsichtig. Wenn er erwischt wird, bekommen wir beide Ärger. Und so sehr ich dieses Büchsenparadies auch verlassen möchte, so will ich nicht gehen. Wenn er süchtig ist, solltest du ihm helfen, clean zu werden. Ich hab's ja schon versucht. Ich hab ihn eine Woche lang eingesperrt. Nach 2 Tagen hat er wieder was genommen. Ich gebe ja zu, dass ich auch schuld daran bin. Bobby bekommt seine Cams von mir und ich halte ihn an der kurzen Leine. Aber jetzt reicht's. Von mir bekommt der faule Sack nichts mehr. Warum unterstützt du seine Sucht? Er ist mein Bruder und er ist überarbeitet. Ich gebe ihm Jet und er lebt auf. Er ist glücklich. Da fühle ich mich auch besser. Deshalb, jetzt wo alles aus dem Ruder läuft, ist das eine andere Sache. Er will mich gefährden? Dann bekommt er nichts mehr. Gut, das ist der erste Schritt, um deinem Bruder zu helfen. Das hätte ich schon lange tun sollen. Aber hier ist alles nicht so einfach. Da sie uns von ihrer netten Geschichte erzählt hat, werde ich euch leider mal kurz in die nächste Folge beim nächsten Mal reinschicken müssen, die euch nächsten Tag erwartet. Bis dahin, euer Fleischhütter. Bleibt frisch und artig und jagt euch nicht ins Ödland. Bitte richten Sie sämtliche